So, herzlich willkommen zum 11. Video von Aslog. So, hier geht's erstmal weiter. Wir haben ja letzten paar so eine Tafeln gecrasht und werden die auch jetzt mal nutzen. Karte. Ne, Talente war das genau. Gucken wir, wir haben 3 Agilität, 3 Präzision, Macht, Rüstung. 2 Rüstung, 2 Magie, 2 Abhärtung. Ja. Magie braucht Naht, auf jeden Fall. Ja. Agility, ja. Präzision, ja. Präzision kriegt jeder einer. Haben. Ja, da kriegt jeder erstmal eine, würde ich sagen, von Präzision. Wir haben 4 Karten. Achso, genau. Er hat ja eine relativ hohe Präzision. Genauigkeit, ja, 85, ist bei ihm das höchste. Ich würde sagen, ein oder zweimal Präzision auf Ivy. Dazu müssen wir auch den Charakter wechseln können. Da ist Ivy. Die hat genau, 70 hat sie und ja, die hat 70. Oje, Gnad hat sehr niedrige Präzision. Und er hier auch. Oje, der ist sogar noch. Taika. Da würde ich sagen, er kriegt erstmal ein bisschen was drauf. Ja, Taika haben wir ja eben erst gekriegt. Nicht genug Talentpunkt, achso. Das war ja auch noch, man kann ja noch ein bisschen nehmen. Auf jeden Fall kriegt erstmal Präzision. Ja, und eine für Gnad und eine für Ivy. Ja. Den kriegst du noch nix. Dieser Hammer heil da unten. 82, 78, 52, 74. Oh, ihr bräuchte noch Angriff. Bei Hammern haben wir ja gerade Ruhe reingemacht. Ja. Der Munitionsmeister ist auch besser so. Ist auch effektiver bei ihm. Stimmt? Ja. Ui, der ist gut hier. Munitionsschaden. Den hat er schon. Ah ja, genau. Da siehst du? Den hat er schon. Hä? Steht aber leer. Ist er, man kann 2 packen. Nee, ist schon. Erhöht Erdangriffe hat er nicht. Verringert Zeitkosten der Erinnerung der Haltung. Nehmen wir das. Da können wir schneller zwischen dem Blaster und dem Diebeshaltung verwenden. 25% auf die Wiederherstellung einer zusätzlichen Amri-Fähigkeit. Naja, Amri braucht eigentlich mehr Gnad. Ja, wegen seiner dicken Attacken. Ja, kriegst du die Haltung. Na klar. Dann kriegst du noch einmal Macht, kriegst du noch. Gnad will sagen auch noch einmal Macht. Seid ihr schon wieder so ein Punkt. Und der haben wir jetzt mal keiner betäuben. Fähigkeit, Talent, Wandel, betäuben an. Setzt das Ziel außer Gefecht. Kostet 3 Amri. Dann krieg er an. Was ist nochmal das Gier? Gucken wir, die neue brauchen kann. Verteidigung. Hat die 8. Ui, der hat sehr wenig Verteidigung. Aber schon wieder. Jetzt kommen nur noch so eine Dinger. Und hier muss ich erstmal frei machen. Hier kommen nur Fähigkeiten jetzt, ne? Ah, hier oben ist noch einer. Ja, kriegst du Rüstung. Ui, guck mal, sogar 6 Schiffe. 12 Verteidigung, 3 Magieverteidigung und 6 Tempo. Magie-Verteidigung ist bei ihm 45. Ja, kriegt er normal verteilen, so. Die hat eine relativ gute Verteidigung, aber wenig Magie-Verteidigung hat die. Erklärt auch, warum sie so schnell umgefallen sind bei einem Kampf. Ja. Die und die andere, die abgehauen ja. ist. So, Gnad. Kriegt auch noch Verteidigung. Die, die auf Magie basieren, brauchen sowieso mehr Verteidigung. Ja. Das kennst du ja schon aus Dings. Erdangriff hat er ja nicht. Munition hat er auch nicht. Aber das kann es ihm geben. Ja. Energie geladen. Die Karte des Gottkönigs. Ja, gucken wir nur das hier. Dann mal. Und das hat Dings hier. Erdangriff. Wer hat nochmal Erdangriff? Ah genau, hier, Eve hatte Erdangriffe. Eve.
Die fehlen noch. Ja, noch eine Verteidigung würde ich ihm sagen. Ah, nee. Krieg ich noch eine Abhärtung. Also Magie, Verteidigung und Tempo. Obwohl der macht auch noch Brüche. Ja. Ah, nee, der zaubert ja nicht so dolle. Das war mehr der Hund, der mehr zaubert. Aika? Ja, ich glaube, das war aber ein Weibchen. Oder was hat Aika gesagt, als wir Aika gerettet haben? Sie oder er? Ach, egal. Ja. Oh, ich gebe ihn auch wieder jetzt dort. Geschwindigkeit 75. Ja, Gnad ist der langsamste von Geschwindigkeiten. Ja, selbst er ist schneller. Nicht genügend Talentpunkte. Ja. Nur er hat noch 4er. So, dann geht's erstmal weiter. Mehr sind mich erstmal nicht da. Und setz schon mal Gnade und Kaika Erfahrung ein. Erstmal die Dinger speichern. Dann wieder eine Verbindung aktivieren. Und zwar Gnade und Kaika. Erstmal kombinieren. Am niedrigsten bis jetzt, ja. Ja, eigentlich war es immer so, dass sie zusammen sind. Bindungen genauso. Boah, lange nicht mehr gespielt, jetzt kommen wir wieder durcheinander. Aber ich glaube mal, so war das gewesen, wenn die beide zusammen sind. Dann kann auch sein, dass es so ein Kapare war. Da war ich schon gewesen. Ach so. Ziemlich schnell dunkel geworden. Hat ziemlich eingenommen. Das dauert nicht so lang, zum Glück. Ja. Hast gleich mal gedrückt, ja. Ja, damit die Viecher mal zur Schnecke gemacht werden. Zum Schneckmark. Ui, Fliegende sind auch wieder bei. Ich glaube, die fliegen nicht wirklich. Es ist so schön, dich wieder an meiner Seite zu haben, Taika. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Kaika ist ein wirklich schöner Hund, aber was ist so besonders an ihr? Also weiblich. Sie ist kein Hund, kein gewöhnlicher Hund. Stimmt's, Mädchen? Du bist ein Sturmhund. Sturmhunde gehen nur äußerst selten Bindungen zu menschlichen Wesen ein. In ihrer Raubtierhaltung kann sie den mächtigen Elementarangriffe Feueratem und Wasserbombe einsetzen. Sehr gut. Außerdem können Sturmhunde durch den 6. Sinn neue Fähigkeiten erlernen, was auch ihr Wissen über Elemente erweitert. Ruff, ruff! Oh, tut mir leid, Taika. Das habe ich vergessen. In Taikas Rudeltierhaltung kann sie Gruppenmitglieder durch ein Schild mit Elementarabsorption schützen. Die Arten von Magie, die absorbiert werden, hängen von Taikas Wissen über Elementar. Taika ist noch jung, deshalb verfügt sie nur über Wissen über die Elemente Feuer und Wasser. Richtig gut hier in dieser Gegend. Ja. Wenn sie durch Sechser sind, neue Fähigkeiten erlernt, können mehrere Arten von Magie von Elementarabsorption aufgenommen werden. Klingt nicht nach einem normalen Hund. Nein. Da hat er recht, stimmt. Ja. Doppelschuss? Oder was hast du genommen? Mal überlegen, Eis, genau. Ah, da fehlen nämlich gleich einen Vollen wieder. Wie Vollen? Vollen Gegner. Ach so. Kommen wir jetzt noch in den zweiten ran. Ja, ich bin dran. Ne? Ja. Komm, Schaden, die kriegt er da. Soll ich da die Kamera? Haltung ändern, Elementarabsorption. Ja, Haltung ändern. Also ihr braucht hier Haltung, aktiviert, ja. Jo, ey, nicht so hastig hier. Warum Eis bei den Vieren jetzt nicht so effektiv ist, finde ich komisch. Kann ich dir auch nicht sagen. Oh, das war ein kritischer, der. Das wird wohl sein. Ey.
Mit, bis war. Ja, bis. Verfehlt. Ja, das war wirklich Schlug, deswegen ja. Na, die hatten doch schon die hatten doch schon mal so eine Viecher. Und die konnte man auch anders anziehen. Also ohne, dass man schießt. Beim Gottlager war der Fall, wo man kaum getroffen hat mit anderen Moves. Hat sie wenigstens geschmeckt? Keine Ahnung. Das ist erstmal nur Schläger von Nord, ja? Ja. Nicht genügend Armor geht sogar rein. Ja, aber zum Glück ist es eine Attacke, die man jede Runde machen kann. Oh je, gleich ein Level gekriegt. Wer? Eve. Hi? Ich sehe nicht, ob hier ein paar Drohnen sind, da sind irgendwo. Vier Gegner. Der Vektor. Das war ein kritischer. Hat aber nicht gerade viel gemacht bei meinen Vieh. Ja. Feuerarten, Wasser. Ich nehme eine Wasserbombe. Blub. Ist ja der Schwachpunkt. Ja, hat aber nicht gerade viel gezogen. Naja, Taika ist auch noch nicht so was hoch. Ja. Wasserschuss. Das muss man auch mitberechnen, die ist noch nicht so hoch. Puh. Au, 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 au. Verbrannt. Verbrennung. Hm. Hm. Nee, nee, normal, ich muss mich mit den Dingern sparsam ausgehen. Ja, stimmt, ja. Das ist hätte sich eigentlich vorher auch auf die Insel Tumpat teleportieren können und dann hätten wir weitergemacht. Das war ein kritischer. Ist aber immer noch aufrecht. Ja, doch, runter. Jetzt brennt die hoch. Terror. Komischerweise nur Gnade und Ivy. Nur Gnade und Ivy brennen. Ja. Taika und Erdi. Donner. Auch wenn das nicht gerade sehr effektiv ist. Ja. Aber konnte man nur einsetzen, braucht nämlich nur einen Amri. Hm. Und Herr Robbes. Fehlt. Ja. Den Regen von Gnade nehmen wir uns auf. Ja. Wenn wir mal ihn mal wirklich brauchen. Schnell, ich glaube, die Bindung zwischen Amon und Ivy ist jetzt zu Maxi. Hä? Ein Amri-Reaktor? Okay, und welches Element haben wir jetzt? Sieht man hier schlecht. Ja. Da ist eine Truhe. Zwei Feuerknallen und eine Macht. Gegenstände. Naja. Halt es da so, wie es klingt. Ja. So. Wir holen uns wieso. Oh, jetzt ist es schwierig. Wo müssen wir jetzt hier lang bloß? I don't know. Keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Ja, das wird mir ziemlich heiß, ja? Schneller. Das ist schwierig. Aber was muss es hier mit sich auf sich haben? Das
gefunden. Ja. Das ist jetzt knifflig. Kann auch ein Feuerresistent sein, also. Du kommst noch nicht mal lang. Ja. Du musst ja auch woanders lang gehen. Aber wo ist die Frage? Alles wo? Puh. Wo müssen wir lang? Nicht, dass der Weg nur dafür, um das Ding zu holen war. Da hätten sie nämlich auch Gegner da, aber das ist viel zu weit weg, der Weg da. Ja, wir können mit dem Ding jetzt länger, aber es wird trotzdem dunkler, das Bild. Ding, ja. Ja, wir können den hier nutzen, weil da ist nämlich so ein Ding irgendwie. Meinst du die leuchtende Konsole? Oder da kamst du nicht rein? Ja. Ach, ah, ja. Oh. Was hat das jetzt gebracht? Was gebracht hat? Ja, gedreht hat sich das Ding auf jeden Fall nicht. Ja. Auf jeden Fall wird erstmal gespeichert. Mal gucken, ob sich da hinten jetzt sich was geändert hat. Keine Ahnung. Irgendwohin muss es ja an diesen Stellen weitergehen, ne? Ja. Noch was mit? Ja. Na, jetzt sind nicht so viele an, also. Nicht die Bohne. Ist ja komisch. Extrem eng ist, aber kannst du mal versuchen, von der kleinen Statue da zu dem ersten Turm zu kommen? Oh, jetzt wird ja hier schon dunkel. Gespeichert haben wir, ja. Irgendwo muss man ja da hinkommen. Uiui, das wird eng. Schaffen wir nicht. Ja, da war's. Aber irgendwie hat er einmal geflimmert, dann war er wieder normal. Irgendwie geflimmert, ich weiß, was du da sagst. Kann ich auch vermissen. Jetzt sei das ist das hier. Oder das ist, oder es war ein Schatten da hinten. Also das war meinst du. Ja. Hey, es ist wieder weg. Einmalig. Verdächtig. Irgendwie muss man hier noch weiterkommen. Geh ich mal auf der Seite lang. Ob man hier irgendwie was sieht. Na, hier ist auch nichts. Wie kommen wir weiter? Die Frage. Es sei, wir müssen komplett zurück. Wir haben ja jetzt den befreit. Das könnte auch sein. Da hinten ist ja auch noch was, deswegen ja. Das ist euch egal. Mach mich auch skeptisch. Aber man hatte es fast geschafft. Hast du gemerkt, ja? Ja. Irgendwas muss es sich mit diesem Ding hier auf sich haben.
Ah, da siehst du die Statue da hinten gucken. Vielleicht kann man sich dahinter noch verstecken. Welche? Da hinten. Versuchen wir mal. Sehen. Ja. Ne, scheint auch zu weit zu sein. Okay, wird eng, wird eng. Ja, und jetzt wird er zu langsam. Jo, oh, das wär's jetzt. Wenn er mit letzter Kraft noch bis dorthin gekommen wäre. Ja, ne, ich wüsste wegen was das hier ist. Hey, ist nichts passiert irgendwie. Nachdem du das verwendet hast. Probieren wir mal etwas aus, ob man von der Seite hier hin kann. Das ist auch zu weit weg, ja. Außer das da hinten, das könnte vielleicht reichen. Und wie sieht es mit diesem Gebäude da hinten? Das meine ich ja. Das könnte funktionieren, das ist nicht so weit weg. Ah, hier ist kein Schatten in dem Gebäude, das ist das Problem. Ja. Ja, nicht mehr aus dem Kampf ist es gekommen, man. Es sei denn, wir kriegen später einen Schutz oder irgendwas. Ah, hier ist noch was. Ach, trotzdem, ist das, nach rechts ist noch was. Das ist da viel. Aber zum Glück, passiert ja während des Kampfes keine Überhitzung. Ja. Das wäre natürlich doof, oder? Ja. Ui, geht auf alle. Die Wasserbombe. Boah, das hat ihm gezogen. War auch ein Crit. Er ist abgehoben. Den hol ich doch gleich mal runter. Hä? Was war denn das jetzt da? Keine Ahnung, vielleicht Ertrinkung. Ah, genau, das war ja auch noch. Ja. Okay. Feuerarten, ja. Mal gucken, was funktioniert. Ja, funktioniert, aber sieht nicht viel. Ja. Weil die ja eigentlich auf Feuer basieren. Für Gnade oder wie? Ja. Ah ne, Erste Hilfe war ja was anderes. Ja, komm erstmal runter. Ah, Feuerarten ist leer. 16 sind da und damit konnte sie Dings. Du machst nochmal Regen auf Ivy. Ja, besser wäre. Okay. Abgestört. Ui, gute Erfahrung. Und die Bindung zwischen Kaita und Senat ist um kaum eine Stufe natürlich ja. Gestiegen. Ja. Boah, das ist auch so weit hier gerade. Das ist vielleicht knapp, aber wenn auch knapp hat. Boah, aber wie knapp. Das ist jetzt so ein Problem. Wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Ja? Ja. Jetzt laufen wir erstmal wieder ab. Oh. Das sah aber gut aus da mit dem rechten Weg. Erstmal hier wieder runter. Wir haben das zu knapp gemessen. Mal sowas.
war ja halt auch schon noch nicht hier. Ja. Oh, eine Rüstung war mit zwischen cool. Eine Rüstungskarte. Ne, das ist aber nicht. Also man kann hier noch nichts machen. Einfach nicht voran. Das ist scheiße hier. Aber wenigstens hat sich die Truhe schon mal gelohnt. Ja, aber ich will hier auch was schaffen und nicht hier die ganze Zeit in der blöden Wüste rumlaufen. Oh ja, wurde ihn langsamer. Ärgerlich. Wenn man doch nur da ran könnte. Ja. Da hochklettern geht nicht, oder? Nee. Hat jetzt alles weg. Na, gehen wir nochmal nach Plumpet. Ja. Ach so, wir haben erstmal die Truhen. Und dann versuch mal offscreen herauszufinden, wie man weiter. Ja. Ich hab keinen Bock, dass hier Fleisch hat. Da ist noch ein paar Dinger geholt. So, dann würde ich sagen, das ist das erstmal war. Und wir kontrollieren erstmal und versuchen herauszufinden, wie man da weiterkommt in der Wüste. Genau. Tschüss. So, bis zum nächsten Mal.